weiß immer nicht warum, aber irgendwie letzte Zeit macht das Game echt Bock, also ohne Scheiß. Jetzt nehme ich aber schon so viele Folgen auf und das, obwohl ich eigentlich Xenoblade weitermachen wollte. Ne, ich weiß auch nicht, irgendwie macht das Game gerade Bock und ja, ich habe auch gerade auch richtig Lust, das weiterzumachen. Deshalb gibt es jetzt wieder ein paar mehrere Folgen jetzt schon wieder. Da aber Shantae Games eigentlich nie wirklich lang waren, ja, wird es wahrscheinlich auch nicht so lange gehen. Also schauen wir einfach mal, wie lange wir dafür brauchen. Vielleicht geht es dann noch ein bisschen länger. Wir gucken mal, wie lange wir damit Spaß haben. Oh, du hast Quest-Sachen mitgebracht. Bringst du mir die... Ja, habe ich. Die haben wir in der letzten Folge gesammelt, durch die Statuen. Die wir sie wiederbelebt haben. Und dann haben wir diese Dragon-Bälle bekommen. Quest ist erfüllt. Jetzt gebe ich dir etwas Gutes oder auch, was auch immer. Und du bist, wirst mächtiger werden. Verstanden? Das ist das Spiel. Kann ich bitte zu meiner Rettungsmission zurückkehren? Hey, wie du willst. Ich mache auf den Weg, um meine Investitionen zu überprüfen. Denk drüber nach. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er noch einen Boss darstellen wird. Wenn nicht sogar der... Nee, kann gar nicht, oder? Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er irgendwie noch einen Boss darstellen wird. Aber gucken wir mal. Eigentlich sind ja unsere Bosse, die sie reden. Aber gucken mal. Puh, ich dachte, er würde niemals gehen. Vielleicht ist er mal ein Zwischenboss an, anstatt hier Risky Boots. Wir gucken mal. Sonst war Risky Boots immer der Zwischenboss. Und ja, vielleicht ist er da mal irgendwie der Zwischenboss. Schauen wir mal nach. Und wir erwartet uns, wie ihr schon erwartet, der nächste Dungeon. Und links, links habe ich, links habe ich noch was zum Einstampfen gesehen. Eventuell gibt es hier diese Stampffähigkeit. Ob es jetzt der Elefant ist oder nicht, gucken wir noch. Guck mal, aber das sieht richtig geil aus. Was ist gut für einer? Okay, sieht doch schon mal richtig geil aus für den Dungeon. So ein Lava-Dungeon. Oh, das ist mega. Gefällt mir schon mal richtig gut. Es gibt wieder drei Herz-Tintenfische. Und ja, ich würde mal sagen, wir kriegen hier den Elefanten oder irgendwas ähnliches. Was der gleich ähnlich spielen lässt. Irgendwie sind hier die einzigen Tänze diese... Ja, diese Verwandlung, die wir da von den anderen kriegen. Keine irgendwie Affenverwandlung oder so. Also anscheinend gibt es die ja tatsächlich in dem Spiel gar nicht. Halbchen Hero gab es ja noch. Aber hier... Ja, sie wollten ja was Neues machen, ne? Hier gibt es dann wahrscheinlich sowas ähnliches, was den Elefantenzauber ersetzen soll. Damit wir halt diese ganzen Felsen zerstören können. Ist so die Frage, was es dann ist. Das wieder. Okay, da oben kann ich nicht hin. Stirb. Hier brauche ich einen Key. Ist doch schon mal sehr interessant, der Dungeon bislang. Boah, der schießt mit diesen Energiekohlen durch die Gegend. Wie geht's denn hier weiter? Also da oben kann ich nicht weiter. Da oben ist zu. Das haben wir schon gesehen. Können wir schon mal eine Karte knochen für Monsterkarte. Da unten kommen wir nicht hin. Hier ist ein Gegnerraum. Ui, die Kugel kann ich zerstören. Und sowas. Oh, die Gegner. Die sind ganz gemein. Also zumindest sehen sie ziemlich ähnlich aus als die. Wo gab es die denn? Ich glaube. Eine Halbchen Hero gab es die, glaube ich, auch, aber Halbchen Hero, Pirates Quest bin ich mir nicht ganz sicher. Und Halbchen Hero gab es die auf jeden Fall. So, können wir es wieder weiter? Danke. Müssen wir auch kurz mal die Musik geben. Hört sich bislang echt geil an. Aber bislang hat mich das Spiel ja auch musikalisch echt überzeugt. Soundtrack gefällt mir. War ja auch leider eins der Kritikpunkte, die ich bislang beim privaten Spielen von Yoshi's Craft the World festgestellt habe. Der Soundtrack ist nämlich etwas gering, aber... Ja gut, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ja. Wollte ich jetzt nur mal so erwähnt haben. Bekriegt Kritik an Yoshi's Craft the World nebenbei. Ah, warte mal.
nicht, oder? Nee. Vielleicht muss ich es doch so machen. Also jetzt kommt hier so ein Schalterrätsel. Muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen überlegen. Wie komme ich hier durch? Nee, das wollte ich nicht. Also ich dachte, dass sie mit den Schaltern geht, aber... Oder brauchen wir da andere Schalter für? Bin verwirrt. Wie komme ich denn hier weiter? Hä? The fuck? Ah, jetzt kann ich die roten. Ja, jetzt habe ich die roten. Ich kann jetzt hier ran. Da ist ein Schlüssel drin. Können Sie eventuell zurück? Oder ich gehe weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter, oder? Im Prinzip kann ich den Schlüssel da hinten auch verwenden. Aber ich gucke erstmal, was hier so ist. Jetzt komme ich hier hoch. Hier so ein Vieh und so eine. Ich kann auch irgendwie mit irgendwas rumwerfen, habe ich gesehen. Aushalten tun sie auch einiges. Den ist echt nicht zu spaßen. Wir müssen auch gucken, ob wir heute den Dungeon schaffen, weil davor haben wir immer einen Dungeon gestartet, so im Video. Aber jetzt und war das jetzt ein Fehler? Wie komme ich denn da unten rein? Oh, da brauche ich den Elefanten oder so. Und wie soll man da durch die Stacheln? Oder kann ich mit diesen entsprechenden Wesen, das ich dann bekomme, anstatt den Elefanten, kann ich dann durch Stacheln laufen oder so? Ja, schon irgendwie ein bisschen cool. Aber oh, ich habe ja keine Ahnung. Wir haben bislang auch noch leider noch keinen Herz-Tintenfisch gefunden. Schon ein bisschen komisch, aber ja. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Wie weit geht's hier weiter? Was bist du denn? Das. Au. Schön reingesprungen. Oh, die diese komischen. Mit ihren Musiknoten rumschießen. Lass mich doch in Ruhe damit. Mit eurer Drecksmusik. War weitem nicht so geil wie die hier in den Dungeon spielen. So, vergesst es. Was ist das für ein großer Raum? Abwechselnd mal ein ziemlich großer Raum. Muss ich denn hin? Und man merkt, die Dungeons werden immer unübersichtlicher. Lass mich auch immer wieder andere treffen, ey. Nur wieder dasselbe. Nee, da nicht. Hast du was da unten? Nö. Wo muss ich denn hin? Da kann ich runter. Da kann ich hoch. Alter, was gibt's denn da für eine Fähigkeit, ey? Also es muss eine mega abgegradete Version von dem Elefanten sein. Weil der Elefant konnte ja nur stampfen und nach links und rechts schlagen. Nach oben und so ging's nicht. Da muss schon echt was Krasses auf uns warten. Wo kommen wir her hier? Nein, hör auf. So. Ja, wahrscheinlich kann ich mit dem etwas auch durch Stacheln laufen. Aber wo finde ich das denn? Wo werde ich denn fündig? Überall sehe ich diese ganzen Orte, wo ich das ja anführen kann, aber bekommen tue ich es selbst nicht. Kann ich hier hoch? Ach nee, hier oben kann ich noch hoch. Du müsstest es hier oben kriegen, oder?
Haha, nicht getroffen. Warte, ich brauche einen Key. Willst du mich verarschen? Oh, ich kann noch weiter hoch. Hä, ich... The fuck? Ich komme hier überall nicht weiter. Hier brauche ich einen Key. Da oben kann ich nicht lang. Da unten kann ich nicht lang. Da rechts kann ich nicht lang. Wo kann ich denn noch weiter? Wenn ich dadurch kann, das wusste ich schon. Aber wenn ich das so sehe, habe ich echt Angst auf die zukünftigen Dungeons. Da muss los. Ist ja übel. Ach nee, schau, jetzt habe ich das verschwendet. Ich dachte, mir fehlte noch ein Herz, aber nee, ich war schon voll. Echt jetzt ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Jung kann ich auch nicht weiter. Warte mal. Auch nicht. Gab es irgendwo Pflanzen, die ich hätte gießen können? Gießen, genau. Ich hätte wachsen können. Ich habe echt absolut keine Ahnung, wo es weitergehen soll. Hä? Okay, jetzt bin ich irgendwie hier hochgekommen. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Lol. Okay, da will ich nicht hin. Warum komme ich nicht hin? Warum auch immer. Da muss doch hier irgendwas sein. Da muss jetzt was kommen. Wo ich die neue Fähigkeit bekomme. Irgendwas muss doch kommen. Sonst habe ich keine Ahnung, wie ich weiter soll. Hier ist wieder so ein Schalterrätsel. The fuck. Aber durch Stacheln kriege ich keinen Schaden mehr. Dafür haben wir eine Karte eingesetzt. Ich muss nochmal einen Schalter drücken, warte ich hier hoch. Ja. Oh lol. Gerade so noch an die Seite da gerettet. Okay, gut. Den Schlüssel nehme ich natürlich auch. Warte, da oben geht's noch lang. Nerv nicht. Hier sind wir langsam in die Fähigkeit. Wäre sehr cool. Hier ist schon mal ein Speicherpunkt. Kommt jetzt der Zwischenboss oder wie jetzt? Meistens kommt nach dem Zwischenboss dann das Gefängnis von dem Mädchen und von die kriegen wir dann dieses Fusionsamulett. Okay, das ist jetzt nicht kein Zwischenboss, aber Gegnerwelle. Übertreib's mal nicht. Alter. Immer so ein Trank. Die müssten mich ja full healen, genau, ne? Fülle deine Herzen mit dem praktischen Trank auf. Also müsste eigentlich full heal sein. Egal wie viele Herzen ich habe. Dafür sind die Tränke ja gut. Während die hier nur eine gewisse Anzahl an Herzen machen, müssten mich, glaube ich, die Tränke full healen. Warte mal, hä? Jetzt bin ich schon wieder hier. Bin ich jetzt nur für den Speicherpunkt gegangen oder wie? Jetzt bin ich schon wieder hier. Hä?
War das jetzt letztendlich nur ein Rückweg oder wie? Ja gut, okay, ich kann jetzt zu der einen Tür zurück, um die Schlüssel einzusetzen. Und die kann ich auch abkürzen. So. Na gut, dann würde ich sagen, gibt's da bei der Tür dann wahrscheinlich das dem Zwischenboss und Dungeon-Item. Also halt diese Fusionsmünze. Oh, war das jetzt? War das jetzt hier der ganze rechts? Und zwar ganz rechts, ne? Nee. Da komme ich auch nur mit dem, wahrscheinlich mit der Fusionsmünze weiter. Und auch nicht. Ja gut, dann war es ganz oben. Da muss es jetzt aber eigentlich mal was geben. Sonst bin ich langsam echt verwirrt. Nicht. Dann eben nicht. Alter, wie groß ist das hier? Also nicht nur von der Schwierigkeit, sondern auch von der Größe. Wenn dann ist es immer krasser. Nein. Okay. Was hier noch ein Key. Danke dafür. Nein, das nicht. Achso, stimmt, jetzt haben wir den roten aktiviert. Komm auch hier durch. Ja, nee, wie geht das noch hier? Bruder. Was bringt mir das hier? Was ist denn los hier? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? The fuck? Wo geht's hier weiter? Sag mal. Was habt ihr denn euch dabei gedacht? Hallo? Sag mir nicht, dass die zukünftigen Dungeon noch verwirrender sind. Da dann RIP. Absolut RIP. Weil ich schon beim dritten Dungeon schon die Schnauze voll habe, ey. Teilweise. Hier gibt's einen Key. Aber jetzt haben wir mal die Karte gefunden. Ja, super. Jetzt bringt ihr mir so gut wie gar nichts mehr, oder? Oh Gott, obwohl. Wie ich es gerade sehe, ist der Dungeon extrem. Ach du Heiliger. Das ist mal übelst unübersichtlich. Was soll ich denn hier alles finden? Kann ich hier rein? Hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Ich glaube, den Dungeon schaffen wir auch in der Folge nicht. Der ist dafür viel zu groß. Ah, und hier haben wir den Zwischenboss eigentlich mal gefunden. Schon wieder Risky Boots. Stehen bleiben, du Wicht. Risky Boots, du schuldest mir eine Erklärung. So fordernd. Ha, na schön. Ich beantworte deine Frage und nur eine Frage. Na gut. Was machst du wirklich auf dieser Insel? Bist du nur hier, um diesen Schatz zu finden? Schäm dich. Das klang für mich nach zwei Fragen. Die Mädchen verschwinden, während du auftauchst. Das kann kein Zufall sein. Ich fühle mich großzügig. Wenn du mich nicht, wenn du mich schlagen kannst, gebe ich dir die Antwort. Langsam fängst du echt an zu nerven, ey. Langsam fühlt sich die wie echt einfach nur unnötig an, weil sie existieren muss oder so. Keine Ahnung. Ja, ist gut. So, machen wir die dicken Stacheln. Mhm. Ja, da kann ich auch voll alles ausweichen, ne? Na klar. So. Stopp! Meine Güte, hartnäckig wie immer.
Was ist versprochen, Risky? Sag schon. Oh, na schön. Wie ich schon sagte, ich bin hier für den Schatz. Das ist nicht genug. Wie wäre es damit? Der Schatz und die versunkene Stadt selbst. Ist die und ich habe vor, mir sie zu nehmen. Was? Hä? Wie kann man eine ganze Stadt stehlen? Ich glaube, das sind jetzt genug Fragen. Tada! Die Stadt ist der Schatz? Was soll das heißen? Es existiert doch einfach nur, um zu nerven. Ohne Scheiß. Weiß auch gar nicht mal, wenn, ob ich zufrieden wäre, wenn sie jetzt letztendlich doch der Endboss ist oder nicht. Weiß gar nicht mal, ob ich da wirklich, wirklich zufrieden wäre, aber wir gucken einfach mal. Lass uns überraschen. Zapple! Zapple, wach auf! Du. Moment. Ich hole dich da raus. Ein weiterer dieser bizarren Käfige. Wo sind wir? Tief in der versunkenen Stadt. Unter der Insel, was? Hätte ich mir denken können. Wir brauchen einen Fluchtplan. Nimm das. Honka-Schildkröte, was ist das denn? Was ist das? Das ist eine magische Fusionsmünze. Damit kannst du dich sofort in eine neue Form verwandeln. Diese trägt das Zeichen einer Bonka-Schildkröte. Bonka-Schildkröte? Bonka-Schildkröten sind seltene Tiere, die diese Insel bewohnen. Sie können nicht schwimmen, aber sie können Steine zerschlagen und sich sogar auf ihren oberen Stacheln drehen. Mit Hilfe ihrer Fähigkeiten kannst du möglicherweise die Quelle des Bösen in diesen Ort lokalisieren. Drücke ZL, um die Luft in der Luft um von oben zu stampfen. Du kannst dich auch aufladen und mit Y auslösen, um einen zerstörerischen Drehflitzer durchzuführen. Probier's mal aus. Wie jetzt? Also die Stampfattacke, ja, aber. Ach, Y. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh, ma. Stopp, stopp, stopp mal kurz. Ich den ganzen Weg wieder hochklettern? Dankeschön. Ja, klettern. Klettern. Scha ja, klettern. Ja, komm schon. Ja. Oh Gott. Ist ja. Oh Gott. Hallo, klettern. Gehst du da hoch, bitte? Ja. Oh, Alter. Jetzt. Schrecklich. Steuerung in dem Spiel ist irgendwie nicht so mein Fall, merke ich. The fuck. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Oh, ich kann das bestimmt mit diesem komischen, dieser Attacke da mit Y, kann ich das bestimmt auch durch diese Stacheln rollen, oder wie? Was für ein Dungeon, ey. Was für einer. Das ist Nummer 3 von 7 Fragezeichen. Wenn es wirklich 7 sind. Okay. Kann ich da rein? Nee. So, ich muss da rein können. Nee, hier. Hä? Aha, nein! Hallo, stopp, stopp, stopp! Jetzt. Y drücken, dann kann ich wieder rückgängig machen. Okay, gut zu wissen. Ja, nee. Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott, das war knapp. Wieder Mario World Gameplay. Also ja, so wie ich das sehe, schaffen wir den Dungeon auf jeden Fall nicht in diesem Part. Dafür ist er bei weitem viel zu groß. So fucking groß, ey. Übel. Stopp. Warte mal. Wo muss ich denn? Achso, warte mal, ich geh jetzt mal nach links. Eventuell kommen wir da weiter.
Ja, jetzt einfach nur runter. Da müsste ich eventuell mit der Stampfattacke, ne? Da war, glaube ich, so ein Stein, wo ich mit der Stampfattacke durch kann. Hier. Bam. Ist hier hoch. Für Geld. Aber so ein bisschen kacke ist. Ich habe bislang noch keinen hier... Na. Ich habe bislang noch keinen Tintenfisch gefunden. Warte mal, hier. Warte mal, hier geht's doch zu einem. Bist du des Wahnsinns? Da muss ich durchrollen, ne? Wo hast du mich denn jetzt wieder rausgelassen? Ach komm schon. Oh Gott. So, schlag dich durch. The fuck? Geh doch da hoch. Oder konnte ich da drüben irgendwo? Warte mal, pass auf. Ist das nur ein Rückweg oder... Was soll das? Wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Ich konnte ja nicht durch die Stacheln rollen. Also muss es doch irgendwie anders gehen. Probier's noch mal. Da. Wie soll ich da durch? Was? Warum fällst du auch immer runter? Ey, du bist so dumm. Du bist so dumm. Warte mal. Oh, du bist so dumm. Kein Kommentar. Ich hab keine Ahnung. Ich komme nicht mehr raus irgendwie. Ich komme nicht raus. Jetzt. Ja, fall nochmal 5 Meter drunter. Ja, noch 500 Meter. Ja, fall an. Fallschaden ruhig oder so. Leider gibt es keinen in dem Spiel, aber ich hätte sie gegönnt irgendwie. Ah, oh, das ist so katastrophal. Das kann nicht gut enden irgendwie in dem Dungeon. Komm ich denn jetzt hier rein? Also warte. Wie geht das? Der Dungeon ist so groß, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Fall nochmal hier 50 Meter runter, ja, genau. So, da oben war nicht mehr. Ja, gut, dann müssen wir hier weiter. Geht nicht. Wo muss ich denn eigentlich hin, ey? Was ist das hier? Was ist das für ein fucking Dungeon? Ich habe keine Ahnung. Stopp, Ruhe, verschnapp. Sagt nur so schwer. Irgendwie entwickelt sich der Dungeon nicht wirklich positiv. Ich weiß auch nicht. Am Anfang fand ich ihn noch cool und jetzt wird er immer schlimmer irgendwie. Wo geht's denn hier weiter? Ah!
Vielleicht mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie eine Fähigkeit übersehen habe, aber nee, dass ich da doch irgendwie durch die Stacheln durch kann, aber nö, ist ja. Hab da nichts übersehen, also es muss wahrscheinlich irgendwie eine andere Möglichkeit geben, hier durch die Stacheln zu kommen. Eventuell kann ich das jetzt einfach nur noch bis jetzt den Zeitpunkt noch nicht machen oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist das denn jetzt? Fuck. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Absolut keine Ahnung. Stopp, stopp. Das ist auch einfach viel zu fucking groß, ey. Ich hab keine Ahnung. Ach du Scheiße. Wo jetzt weiter? Das ist schon mal falsch. Irgendwo muss ich ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Runter. Das war falsch. Hier bin ich mal richtig. Noch ein Schlüssel. Das ist das Einzige, was es hier gibt, oder gibt es auch noch irgendwo einen den Erztintenfisch? Scheint mir alles zu sein. Warte mal, wo war der Raum mit dem Key? War der ganz hinten links oder war der da unten in der Mitte unten? Dass es auch nicht angezeigt wird, ey. Noch keine Ahnung. Es wird zurück. Mal wieder speichern. Obwohl, jetzt wo ich hier schon am Speicherpunkt bin, ich beende die Folge. Das wird uns hier zu lange. Wenn euch die Folge von dem erste Folge zum dritten Dungeon gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, was wollt. Und ja. Bisschen triggern tut's, aber ja, ich versuche mich durchzukämpfen. Und ja. Haut rein und ciao.